Herzlich willkommen bei Genie, meine Lieben. Heute zeigen wir euch, wie man professionell eine Bowl klebt. Dazu habe ich den Dr. Eike dazu geholt. Der zeigt euch das Ganze mal. Eike, leg los. So. Möchtest du einmal mit der Kamera rankommen, ranzoomen, damit das auch alle sehen. Wir haben jetzt natürlich hier Rückstände noch vom Kleber, die wir erstmal entfernen müssen. Ja, zeigt das mal in der Base, ist jetzt nicht mehr so viel. An der Bowl ist ein bisschen mehr. So, dazu nehme ich mir eigentlich eine herkömmliche Rasierklinge, Klinge vom Messer. Entferne die Rückstände, die noch dran sind. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Philipp, sieht man das so? Sieht man so, perfekt. Okay, entferne jetzt die Reste hier. Warum machst du das? Damit ich gleich, wenn ich diesen weiteren Schritt bearbeite, mit dem Silikonentferner, nicht mehr so viel an dem Tuch haften habe. Ne? Ah, okay. Wie gesagt, und ein bisschen Kleberrückstände, die man schon mal abbekommt, kann man schon mal vorweg abnehmen. Wie gesagt, auch an der oberen Kante ganz wichtig hier, damit das auch bindet, wieder schließt. So, das war's eigentlich. Die war jetzt schon ziemlich gut. So, dazu nehmen wir einen Silikonentferner. Ja. Tue ich mir ein bisschen hier aufs Tuch auf. Ich nehme mir natürlich Handschuhe an, was nicht so freundlich ist für die Finger. Der Doktor. Der Doktor ist am Werk. Ich kippe mir hier ein bisschen aufs Tuch auf. Das war jetzt ein guter Schluck. Gehe einmal hier oben an der Bowl entlang. So bekomme ich dann auch den restlichen Kleber, der hier dran noch haftet, zu 100% weg. Damit gleich, wenn wir das Silikon ran, also wieder kleben, dass das auch zu 100% klebt miteinander. So, hier gehe ich auch nochmal rein. Okay, also wichtig ist auch das Ganze halt eben zu reinigen. Ne? Richtig, 100% zu reinigen, damit du Haftung zwischen Glas und Edelstahl wieder herstellen kannst. So. So sieht das Ganze dann am Ende aus. Ist zu 100% jetzt glatt. Hier genauso. Das, was hier noch drauf rumschwirrt, ist vom Inneren. So. Lass alles wieder weg. So. Jetzt haben wir hier natürlich ein lebensmittelechten Silikon. Ganz wichtig, lebensmittelecht. Dadurch, dass wir damit rauchen und das natürlich in unsere Lungen geht, immer lebensmittelecht. Ganz, ganz wichtig. Nichts Billiges. So, ganz herkömmliche Silikonspritze. Ich stelle das genau, diese herkömmlichen Silikonspritzen. Wir haben eine etwas hochwertigere, aber die bekommt ihr schon für ein paar Euro in jedem Baumarkt oder sogar schon bei diversen Discountern. So, warte mal ganz kurz, ich zoome da mal eben kurz ein bisschen drauf. Ja. So, ich verteile das jetzt hier drinnen, ringsrum. Ja, wenn es dann jetzt rausschießt. So. Kann ruhig ein bisschen dicker, ein bisschen dünner, je nachdem, wie viel Platz ihr dazwischen habt, zwischen Gewinde und Boden. Überschüssige gleich wegwischen, haftet sonst. So sieht das Ganze jetzt aus. Warte mal, ich zoome das mal ein bisschen ran. Siehst du das? Ja. Perfekt. Ja. So, ist hundertprozentig glatt. Dann ganz normal aufstecken. So, und jetzt seht ihr, das quillt schon hier oben wieder raus. So, und ganz einfach jetzt gehe ich mit dem Finger rein. Zieh das einmal glatt. So. Überschüssige ins Tuch rein, Handschuh raus. Noch einmal oben langwischen. Und fertig ist das Ganze. Die Bowl ist fertig. Ich zoome noch mal kurz ran. Siehst du es? Ja, perfekt. So, Bowl ist jetzt komplett fertig. Das Ganze empfehle ich 2 bis zu 3 Tagen aushärten zu lassen, damit auch die Garantie ist, dass das 100% wieder klebt, miteinander verbunden ist. Super, Digi, ich danke dir.
So, meine Lieben, jetzt habt ihr gesehen, wie man professionell eine Bowl klebt. Das war's von uns, meine Lieben. Wie gesagt, folgt uns auf Instagram, aktiviert die Glocke auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal.